Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eigentlich ein ganz kurzes Video, nur zwei Informationen für euch. Heute um 19.30 Uhr startet der Hinge Livestream auf Twitch und ich habe Hinge damals schon zu Release gezeigt. Es war damals ja nicht optimiert genug, es war noch ja leicht fehlerbehaftet und seitdem soll wohl mega, mega viel passiert sein. Ist ja auch jetzt schon, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahre her vielleicht. Und ja, jetzt wird es Zeit, noch mal reinzuschauen, mir die ganzen Updates mal anzuschauen. Das würde ich gerne mit euch gemeinsam ja im Twitch-Livestream dann anschauen. Ich werde mich natürlich auch wieder gruseln. Das steht außer Frage, würde ich sagen. Und ja, mal schauen, was sich da getan hat. Und ja, wer mir noch nicht auf Twitch folgt, den würde ich nahelegen, mal kurz unten auf den Link zu klicken. Und dann könnt ihr mir dann dort auch folgen, mich dort unterstützen und würde ich mich natürlich freuen. Ich versuche auf Twitch jetzt auch so ein bisschen die Community nochmal zu erweitern, Twitch-Leute zu YouTube rüberzuholen und YouTube zu Twitch, also dass es so ein bisschen sich die Waage hält. Und es wird natürlich auch weiterhin Livestreams auf YouTube geben, das ist, steht außer Frage. Und das haben wir letzte Woche schon angesprochen bei der VR-News-Sendung. Wir haben vor, der Chris Reality und ich, immer abwechselnd eine Woche News-Sendung, eine Woche Koop-Gameplay, eine Woche News-Sendung, eine Woche Koop-Gameplay und so weiter und so fort. Und morgen steht der erste Koop-Gameplay an und das ist After the Fall, ja, mit Chris Reality. Der Eiertoaster VR ist dabei und der Brugal spielt auch mit. Also, ja, vierer Koop in After the Fall und ich freue mich da tierisch drauf. Und das nur zur Information. Alle Links stehen unten in der Beschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr heute um 19.30 Uhr zuschaut bei Hinge. Und morgen ab 20 Uhr startet dann der After the Fall Livestream auf YouTube. Und ich würde sagen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich. Ansonsten bis morgen.